Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten voll integrierten 60 cm Geschirrspüler. Alle diese drei Modelle sind komplett unterbaufähig und besitzen alle eine starke Geschirrspülleistung. Doch welches Modell von diesen drei Herstellern mit welchen Funktionen und Besonderheiten kommt und welches seinen Preis für euch am meisten wert ist, das werden wir in diesem Video klären. Bleibt also bis zum Schluss dran, um alle Geräte kennenzulernen. Wenn ihr dann noch mehr zu den Geschirrspülern erfahren wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle drei Modelle für eine weitere Recherche oder, wenn ihr diese auch bestellen wollt, verlinkt. Nun reden wir aber gar nicht weiter drumherum und starten gleich mit dem ersten und im Vergleich auch günstigsten Modell. Es handelt sich um den 60 cm Bosch Geschirrspüler der Serie 2. Dieses Modell arbeitet mit einem leistungsstarken und energiesparenden Echo Silence Drive Motor, welcher starke Geschirrspülergebnisse garantiert. Neben verschiedenen Waschprogrammen und individuellen Einstellungen der Laufzeit besitzt das Modell auch noch einige Automatikprogramme. Dabei sind hier Aquasensoren für eine automatische Schmutzerkennung, durch den das Gerät seine Wasserausgabe und Leistung automatisch anpassen kann. Je nachdem, wie verschmutzt das Geschirr ist, desto viel bzw. wenig Wasser wird also auch nur ausgegeben. Auch hat das Modell einen Beladungssensor, sodass das Modell seinen Wasserverbrauch also nicht nur an der Verschmutzung des Geschirrs, sondern auch an der Beladung des Geschirrspülers ausrichtet. Das zusätzlich verbaute Aqua-Stop-System bietet hier 100%igen Schutz gegen Wasserschäden. Auch überzeugen kann das Modell durch die großen Geschirrkörbe. Hier gibt es sowohl einen großen Unterkorb inklusive kleinen Besteckkorb, der auch variabel in diesem verschoben werden kann, und nochmal einen kleineren Korb für kleineres Geschirr wie Tassen, kleinere Schüsseln oder Unterteller. Wie wir finden, ein super Modell, vor allem für diesen günstigen Preis. Es handelt sich bei der Bosch Serie 2, wie gesagt, um die günstigste Waschmaschine, die wir hier heute vorstellen. Mehr Infos zum Modell könnt ihr aber auch über den ersten Link in der Videobeschreibung erfahren. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn nun möchten wir euch noch die beiden anderen Geschirrspüler vorstellen. Als nächstes das beliebteste Modell im Vergleich, der Bauknecht BUC3C26. Dieser voll integrierbare 60 cm Geschirrspüler überzeugt durch ganz unterschiedliche Punkte. Erst einmal durch sein modernes Design mit der gebürsteten Edelstahloptik, welches durch das schwarze moderne Bedienpanel ergänzt wird. Neben 7 Standardprogrammen besitzt das Modell zusätzlich noch ein Sensorprogramm, in dem es die Beladungsintensität und die Verschmutzung des Geschirrs erkennen und die Wasserleistung genauso wie das Bosch-Modell dann dementsprechend anpassen kann. Auch kann man hier individuell zwischen 5 verschiedenen Reinigungstemperaturen auswählen und auch eine 2-in-1 Spülen- und Trocknen-Funktion aktivieren. Auch gibt es hier eine Active Dry-Funktion. Das Modell öffnet nach der Benutzung automatisch seine Klappe, womit das Geschirr schon gleich von Anfang an besser getrocknet wird. Der Innenraum des Modells ist vor allem aus Edelstahl verarbeitet, sorgt dadurch für eine höhere Hygiene. Die Mehrfachzonen-Reinigungsfunktion des Modells zielt zudem auf den oberen oder unteren Spülkorb getrennt oder gleichzeitig ab. Dies kann man einstellen, wenn man beispielsweise kleinere Geschirrmengen nur zu reinigen hat und sich das Modell so nur auf einen bestimmten Bereich konzentrieren soll. Neben den beiden sehr effizient aufgeteilten Geschirrkörben ist hier auch noch ein kleinerer Besteckkorb dabei und zudem besitzt das Modell die ein oder andere Sicherheitsfunktion. Der Vollwasserschutz des Modells bietet ein extra Plus an Sicherheit, dank des speziell verstärkten Zusatzschlauches. Mehr Infos zu diesem Modell erfahrt ihr noch über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Es befindet sich auch in der Energieeffizienzklasse E und hat damit auch einen sehr angenehmen Verbrauch. Einen besseren Verbrauch hat nur noch ein Modell und das ist hier der Premium-Geschirrspüler Siemens IQ500. Das 60 cm Modell ist voll integrierbar und kommt mit nur 75 Kilowattstunden Verbrauch. Damit ist dieser Geschirrspüler, wie gesagt, der mit der höchsten Energieeffizienz. Angesiedelt ist er in der Energieeffizienzklasse C, wobei das Bosch und das Bauknecht Modell in den Klassen E und F angesiedelt sind. Auszeichnend tut sich das Modell zudem noch durch seine moderne Holzoptik an der Vorderseite und den hochwertigen Edelstahlgriff. Auch hat man hier die Auswahl zwischen unzähligen verschiedenen Programmen, unter anderem dabei ein Leise- bzw. Nachtprogramm, ein Schnellprogramm, ein Umweltprogramm oder ein Intensivprogramm. Auch ist ein Automatikprogramm dabei, in dem das Modell dank Dosierassistent die optimale Verwendung von Reinigungsmitteln ermitteln kann. Es hat also Sensoren dabei, die auch hier wieder den Beladungs- und Verschmutzungsgrad des Geschirrs erkennen und so die Reinigungsleistung anpassen können. Auch gibt es hier ein Favoritenprogramm, in dem man eine festgelegte Kombination aus Programmen und Zusatzfunktionen für sich zusammenstellen kann.
Durch das Zellulit-Trocknen wird mit weniger Energieaufwand ein besseres Trocknungsergebnis erzeugt und durch die Home-Connect-Funktion kann man das Modell auch über eine Smartphone-App überwachen und einstellen. Zudem besitzt das Modell eine sehr starke Aufteilung des Innenraums. Man hat hier sehr anpassungsfähige und flexible Körbe, inklusive auch einer Glaszone für eine sichere und schonende Reinigung von wertvollen Gläsern. Statt einem Besteckkorb besitzt dieses Modell zudem eine Besteckschublade, was einfach für mehr Platz im Innenraum des Geschirrspülers sorgt. Und zu guter Letzt hat dieser Geschirrspüler noch eine praktische LED-Anzeige, die auf dem Boden die Restlaufzeit und das ausgewählte Programm in Echtzeit anzeigen kann. Ein super starkes Modell, wie gesagt auch das mit dem höchsten Preis. Allerdings kostet es nur noch die Hälfte von dessen, für was es im Erscheinungsjahr 2020 angeboten wurde. Dafür bekommen wir den leistungsstärksten und vor allem auch funktionsstärksten Geschirrspüler mit dem geringsten Verbrauch. Also vor allem über längere Nutzungszeiten kann sich diese anfangs höhere Investition auch wieder auszahlen, vor allem wenn man die aktuellen Energiepreise berücksichtigt. Mehr Infos um Siemens IQ500 über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort unten findet ihr, wie gesagt, auch die beiden anderen Geschirrspüler verlinkt.